Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Video mit mir, dem Kriegs von Rico Gaming. Heute gucken wir einfach mal 8 Mythen über unseren Körper an, die so einfach nicht stimmen, aber immer noch sehr viele Menschen denken, dass es echt so ist. Nummer 1. Haare und Fingernägel wachsen nach dem Tod weiter. Das ist natürlich kompletter Bullshit, denn dann findet gar kein Stoffwechsel mehr statt und gar nichts. Das heißt, Zeugs kann auch nicht weiter wachsen. Was allerdings der Fall ist, ist, dass die Bartstoppeln bei Männern, also eigentlich auch bei Frauen, wenn die Frauen Bartstoppeln haben, länger wirken, da der Körper komplett dehydriert ist. Mythos Nummer 2. Schlafwandler dürfen nicht geweckt werden. Jo, es ist schon ziemlich gruselig, wenn jemand schlafwandelt, aber eigentlich stimmt es überhaupt nicht, dass man die Person dann nicht wecken darf. Eigentlich sollte man die Person dann wecken, denn sie könnte im schlimmsten Falle ja irgendwo runterfallen oder irgendwo gegenlaufen oder überfahren werden oder was auch immer. Natürlich ist die Person, wenn sie aufwacht, weil wenn sie geweckt wird und einfach irgendwo steht, ist sie nicht so ganz amüsiert davon, von der Situation, aber man sollte sie trotzdem auf jeden Fall wecken und sicher ins Bett bringen. Der Mythos Nummer 3. Nach dem Essen darf man nicht sofort ins Wasser. Das kennt ihr sicher, als ihr noch kleiner wart. Oder vielleicht auch jetzt noch, je nachdem wie alt ihr seid, hat die Mama immer gesagt, nö, ihr geht noch nicht ins Wasser, noch eine halbe Stunde warten. Jo, das ist eigentlich so der Standard. Das war bei mir früher auch so, aber dann mit der Zeit habe ich da drauf geschissen und bin immer direkt ins Wasser gerannt und ich bin auf jeden Fall nicht gestorben, wie dieses Video hier beweist. Tja, also ist das eigentlich auch nur bei den Haaren herbeigezogen. Mythos Nummer 4. Über den Kopf verlieren wir die meiste Körperwärme. Das stimmt zwar, dass man über den Kopf sehr viel Körperwärme verliert, ungefähr 10%, deswegen lohnt es sich auch echt eine Mütze anzuziehen, wenn es richtig hart kalt ist, aber allerdings ist das ja nicht die meiste Körperwärme, sondern lediglich 10%. Der Mythos Nummer 5. Kinder, die Zucker essen, werden hyperaktiv. Das stimmt schon mal gar nicht, denn wenn man ganz normal Zuckerkonsum hat, dann wird man auf jeden Fall nicht hyperaktiv. Es kann sein, dass Zucker eine gewisse wachhaltende Wirkung hat auf Kinder und dass das einfach Energie liefert. Das ist ja aber auch der Sinn von Zucker. Deswegen werden auch Kohlenhydrate in Zucker umgewandelt und. Das heißt, Zucker ist einfach eine Energiequelle. Wenn die Kinder dann mehr Energie haben, wenn sie Zucker gegessen haben, ist das eigentlich komplett normal. Die werden aber dann auch hyperaktiver, sozusagen, wenn sie Nudeln gegessen haben. Mythos Nummer 6. Durch das Rasieren wachsen Haare schneller und dicker nach. Das ist einfach nur komplett falsch, denn sonst würde ich mich einfach die ganze Zeit rasieren und hätte einen verdammt dicken Bart. Das habe ich aber allerdings nicht und das ist kompletter Bullshit einfach. Wer kommt überhaupt auf so eine Kacke? Das verstehe ich gar nicht, wer diesen Mythos in den Raum gesetzt hat und wer das dann danach auch wirklich geglaubt hat. Kommen wir zum Mythos Nummer 7. Wer mit nassen Haaren aus der Tür geht, wird sofort krank. Jo, das haben auch schon einige von uns von der Mutter gehört. Allerdings stimmt das überhaupt nicht. Eigentlich herrscht Ansteckungsgefahr nur bei Kontakt mit anderen Menschen. Also wenn ihr am Wochenende in die Diskothek geht, da ist die Ansteckungsgefahr auf jeden Fall am allerhöchsten, sich zu erkälten. Mythos Nummer 8. Blut ist blau, bis es mit Sauerstoff in Berührung kommt. Ja, auch das denken einige Menschen. Früher haben, ich glaube, das stammt auch davon, dass man Blaublüter war. Blaublüter. Das war ja früher ein adeliges Merkmal sozusagen, weil die Adeligen so bleich waren, weil sie immer nur drin am Chillen waren und alle anderen waren halt viel dünkler, weil sie am Arbeiten waren draußen. Und deswegen hat man die Adern gesehen und dann sagte man Blaublüter. Das waren also die Adligen. Gut, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang das genau steht, aber Blut ist auf jeden Fall rot. Ich habe auch schon gehört, dass das reine Blut gelb ist, aber dass irgendwie die roten Blutkörper das dann rot machen. Das heißt, Blut ist rot, fertig aus. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und lasst mal einen Kommentar da, eine Bewertung und vielleicht auch ein Thema, über was ich als nächstes reden könnte. Und dann haut da rein, liebe Freunde, dann haut da rein. Now get closer, I can feel a eyes touch, fires in your iris on divine stuff, making mad pictures and confined.